Schätzungsweise 200.000 Kinder werden jedes Jahr in Deutschland missbraucht. Die Täter suchen sich ihre Opfer gezielt aus und sie gehen strategisch vor. Auflauern, Vertrauen gewinnen, fortlocken und schließlich missbrauchen. Schritt 1, die Vorbereitung. Kinder lieben kleine Geschenke. Deshalb stattet sich ein pädosexueller Triebtäter gerne mit lockenden Spielsachen und Süßigkeiten aus. Schritt 2, er wählt Orte, an denen sich Kinder regelmäßig aufhalten. Dort sucht er meist nach einem speziellen Kind, von dem er glaubt, dass er bei ihm ein leichtes Spiel hat. Besonders beliebt sind Schwimmbäder. Dort tummeln sich häufig Pädophile, die sich gern am Anblick halbnackter Kinder ergötzen. Vergleichbar mit einem Mann, der einer Frau nachschaut, erlebt ein Pädophiler ein Verlangen, wenn er Kinder anstarrt. In den seltensten Fällen werden Kinder spontan missbraucht. Viele Triebtäter bauen über Wochen hinweg die Nähe zu ihren Opfern auf. Was sind das für Kinder, die sich ein pädosexueller Straftäter aussucht? Gibt es so etwas wie eine Opferpsyche? Therapeuten stellen fest, Täter suchen sich gerne Kinder aus, deren Vertrauen sie leicht gewinnen. Sie sagen ja, man geht auf den Spielplatz und es gibt einen Teil der Kinder, die kommen zu einem, wenn man da länger sitzt, und die werden dann anhänglich. Wir haben Polizeiprotokolle von Triebtätern analysiert und sind auf den Fall von Johannes gestoßen. Er saß wegen Kindesmissbrauchs ein Jahr in Haft. Nach welchem Muster sucht sich ein Täter ein Kind aus? Auszüge aus dem Protokoll. In erster Linie sind es natürlich Kinder, die einen Mangel haben an Zärtlichkeit, bei denen die auf die Eltern nicht eingehen, die sich gern in den Arm nehmen lassen und selbst kleine Zudringlichkeiten akzeptieren. Kinder, die nicht gut behütet sind, die aus einfachen Schichten stammen, werden eher Opfer als Kinder, die zu Hause alles haben, was sie brauchen. Vor allem Liebe und Zuwendung. Gerade pädophile Triebtäter haben häufig selbst noch ein kindliches Gemüt. Manche leben gedanklich in einer Art Kinderwelt und bevorzugen sogar kindliche Spiele und Spielkameraden. Das Perfide, deshalb verstehen sie die Sorgen und Wünsche von Kindern besonders gut. Psychiater wie Professor Norbert Nedopil unterscheiden zwei verschiedene Gruppen von Tätern. Die strafrechtlich auffallenden Kindesmissbraucher teilen sich auf in die pädophilen Kindesmissbraucher und in die nicht pädophilen Kindesmissbraucher, die aus Schwäche, aus Zorn, aus Angst vor Zurückweisung sich an Kindern vergreifen. Für Letztere, also die Nicht-Pädophilen, sind Kinder ein Ersatz für erwachsene Sexualpartner, an die sie sich nicht herantrauen. Ist das nass? Raus das Hemd. Schritt 3 der Täterstrategie. Unter einem Vorwand sucht er sich ein Kind aus, bei dem er keine Angst vor Zurückweisung hat. Der vierte Schritt. Nach dem Anfangskontakt setzt er Lockmittel ein. Die Kinder sind meist arglos. Für sie ist er ein Erwachsener, der ihre Wünsche versteht. Nicht selten gelten Kinderschänder in ihrem Umfeld als der nette Onkel von nebenan. Die meisten Pädosexuellen möchten eine Art Freundschaft zu dem Kind aufbauen. Dabei geht es ihnen nicht um das Wohl des Kindes. Ihr Ziel lautet, je mehr Nähe und Vertrauen entsteht, umso eher verliert das Kind jegliche Scheu. Die Strategie ist erfolgreich. Der Junge hat angebissen. Jetzt ist es ein leichtes, ihn unter einem Vorwand ins Auto zu locken. In diesem engen Raum kann er das Kind antesten. Wie viel Körperkontakt lässt es zu? Wie weit kann er jetzt schon gehen? Wenn sie überhaupt ein schlechtes Gewissen haben, dann reden manche Pädosexuelle es sich schön. Ich mache ja nichts Schlimmes erstmal. Ich streichel das Kind ja nur. Ich will ja auch gar nichts Böses von dem. Und dann
Am nächsten Schritt sagt man, das hat das Kind ja gern gemocht, das hat dem Kind ja gut getan. Und da sagt man ja, vielleicht tut es dem Kind auch noch gut, wenn ich ein bisschen weitergehe. Die meisten Pädophilen wurden als Kind selbst missbraucht. Wie Johannes, der in einem Heim aufwuchs. In diesem Heim waren sowohl Kinder als auch Jugendliche untergebracht. Ein Großteil der Älteren hatte seinen Lieblingsknaben, der dann nachts zu ihm ins Bett musste. Und wer das nicht wollte, der bekam Prügel. Für die Kleinen war das ein richtiges, ja, Sklavendasein. Der Papa ist in der Arbeit. Solch ein traumatisches, schockähnliches Erlebnis hinterlässt Spuren im Gehirn. Das haben Forscher der Uni Magdeburg festgestellt. Nach einem Trauma in der Kindheit strömen große Mengen Cortisol in das Gehirn des Heranwachsenden. Dieses Stresshormon blockiert die Entwicklung der Amygdala-Mandeln, also jene Areale, in denen Gefühle, Moral und sexuelle Vorlieben ausreifen. Messungen ergaben, bei Pädophilen sind die Amygdalae um 20% kleiner als bei normalen Erwachsenen. Die Folgen? Die erotischen Gefühle bleiben auf vorpubertärem Niveau stecken. Solch ein Trauma in der Kindheit muss keinen sexuellen Bezug haben. Traumatische Erlebnisse, wie etwa der Tod der Eltern, können auch Auslöser sein. Die Folgen sind jedoch stets ein explosives Gemisch aus kindlicher Erotik und dem starken Sexualtrieb eines Erwachsenen. Es gibt Therapien, bei denen Pädophile lernen, ihren Sexualtrieb unter Kontrolle zu halten. Diese Therapie von Pädophilen, und das sind in aller Regel wirklich die Pädophilen, die da therapiert werden, haben heute zwei Grundsätze. Erstens, der erste Grundsatz, Pädophilie ist Schicksal, du musst damit zurechtkommen. Und das zweite ist, mit deinem Schicksal darfst du andere nicht belästigen, du darfst die Grenzen nicht überschreiten. Pädophilie ist nicht heilbar. Ein Pädophiler muss lernen, sich sein Leben lang zu beherrschen. Also. Dann wünsche ich dir schöne Ferien. Und wer Kinder wirklich liebt, der kontrolliert seine Triebe. Wenn es sein muss, mit Hilfe von Medikamenten.